und herzlich willkommen. Wenn ihr wissen wollt, wie der LSPDFR-Mod funktioniert, dann bleibt einfach dran. Ja, viele hatten sich doch beschwert, dass es wohl nicht so ginge, wie ich es beschrieben habe. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal nochmal ein sehr kurzes und ausführliches Video, wie man LSPDFR installiert. Und zwar, ihr macht als erstes, downloadet euch zwei Dateien, nur zwei. Das müsst ihr beachten. Und zwar einmal das Setup von LSPDFR. Das habt ihr, wenn mich nicht alles täuscht, hier auf der LSPDFR-Seite. Den Link gebe ich euch natürlich. Dann, wie gesagt, hier draufklicken, wie auch aus dem normalen Video. Dann auf Downloads ist Fall, achtet darauf, dass euer Adblocker aus ist, wenn ihr keinen habt, wenn ihr einen habt, meine ich. Und downloadet euch unbedingt die install.rar, nicht die Manual Install, wie ich in einem anderen Video gemacht habe. Das ist deutlich einfacher. Beziehungsweise, wie ich letztes Mal gesagt habe, da habe ich mich halt vertan. Ja, dann downloadet ihr euch die und dann habt ihr das schon. Und zum Zweiten downloadet ihr euch sofort die RagePlug-Hook-Datei. Da, die ist die einzigste Datei, die aktuell sein muss. Falls irgendwann mal ein neues Spielpatch rauskommt und das Spiel und ihr das Spiel patcht, dann müsst ihr unbedingt eine neue RagePlug-Hook runterladen. Da seht ihr immer, die aktuellste Datei ist vom 28.03. Klickt einfach drauf und er lädt sofort runter, seht ihr ja schon. Ich mach's diesmal nicht, weil ich hab's schon. Und dann war's das auch schon. Mehr braucht ihr nicht runterzuladen. So, dann öffnet ihr einfach das Setup. Doppelklick drauf, sehr wahrscheinlich. Beziehungsweise entweder Doppelklick oder als Administrator ausführen, das ist ganz wichtig. Dann auf Ja. Dann müsste... Jetzt habe ich das zweimal ausgeführt. Und dann kommt das hier. Please wait, setup is loading. Dann wählt ihr eure Sprache aus. Ja, warte. Ich warte kurz, bis das hier sich schließt. So. Dann wählt ihr eure Sprache aus. Es gibt Deutsch, Englisch und Französisch. Wir nehmen Deutsch. Dann müsst ihr aufpassen, wenn ihr, wie ich, zum Beispiel ein Virenschutzprogramm habt. Zum Beispiel Kaspersky. Dann zur Ausnahme hinzufügen. Und ich mache es meistens so bei der Installation nächsten 30 Minuten nicht mehr nach Bestätigung fragen und fortsetzen. Damit das auch alles ordnungsgemäß funktioniert. Damit ihr keine Fehler habt. So, dann einfach auf Weiter. Ja, das hier alles annehmen. Das hier ist alles so, wie es sein sollte. Dann sucht ihr euch euren Rockstar bzw. euren GTA-Ordner aus. Dazu geht ihr dann einfach zu eurem Rockstar Games Ordner, wo dann GTA 5 drin ist, und klickt auf OK. So, das hier müsst ihr aber wegmachen, das ist ganz wichtig. Das braucht ihr nicht, weil sonst findet ihr die Datei nicht von GTA 5, die Exe. Also soll am Ende nur GTA oder Grand Theft Auto 5 am besten stehen. So, dann auf Weiter. Dann installiert ihr das alles. Dann wartet ihr ein paar Sekunden. So, und wenn das dann passiert ist, dann steht ja auch sofort Launch LSPDFR First Response. So, den Konfigurator halt. So, dann kommt dieses Fenster. Das war jetzt nicht schwer. So, dann einfach auf Next. Da kommt die Lizenz. Die klickt ihr kurz drauf, Show Lizenz. Dann kommt dieses Fenster, das sollte womöglich bei euch kommen, ansonsten habt ihr ja irgendwas falsch gemacht, was aber nicht sehr schwer ist. Hier ist nochmal die Version, da klickt ihr dann auf Accept drauf, dann kommt hier ein grünes Härchen. Entweder könnt ihr jetzt hier die Settings euch anzeigen lassen, dass ihr die selber umstellt, oder er soll es für euch machen. Ich mache meistens Do It For Me, weil es einfach am schnellsten und am einfachsten geht. Das lasst ihr einfach so, dann auf Save, damit ihr ja nichts umstellt oder hier sagen könnt, oh scheiße, bei mir funktioniert nichts mehr. So, dann hat er das gesaved. Allerdings gehen wir jetzt einfach mal in den GTA 5 Ordner, wo das Setup installiert wurde. Das haben wir nämlich dann hier. Da seht ihr dann auch schon, dass da eine Rage-Plugin-Hook drin ist. So, die könnt ihr mal als Administrator ausführen.
Und dann kommt das hier. Als Administrator ausgeführt. Dann kommt das erste Mal die Initialisierung. Dann checkt er, ob alles safe ist. Ist soweit okay. Die Message ist critical. Das ist natürlich, weil fragt halt nach einem Backup. Machen wir aber nicht. Unsupported Game Patch. So, da fehlt jetzt die Rage Plucking Hook. So, da klickt ihr hier auf Hook, auf OK. Schiebt das zur Seite, schließt alle Fenster und öffnet diesen WinRAR-Ordner. Da habt ihr jetzt die verschiedenen Dateien, die müsst ihr immer bei jedem Patch, wenn es nicht mehr funktioniert, müsst ihr die ganzen Sachen aus dem neu gedownloadeten Rage-Plugin-Hook-Ordner, müsst ihr einfach in den GTA 5-Ordner reinziehen und alle Daten da drin ersetzen. Jedes Mal, wenn ein neuer Patch für GTA 5 draußen ist. Weil sonst funktioniert es nicht. Wenn ihr das getan habt, wurde auch schon die Rage-Plugin-Hook aktualisiert. Dann klickt ihr nochmal als Administrator drauf, öffnet diese und dann müsst ihr erstmal diese unblocken. Das ist quasi für eure Windows Defender, dass der das annimmt. Dann klickt ihr auf Ja, weil sonst funktioniert das alles nicht. Und dann kommt das hier. Das ist eigentlich nur AGBs und sowas. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das durchlesen. Aber ich meine, wer liest denn mit schönen AGBs durch? So, ja, dann klickt ihr ganz einfach OK. Das hatten wir jetzt schon mal. Falls da ein Häkchen nicht kommt, dann steht da, was ihr machen müsst. Beziehungsweise falls da ein X steht. So, dann Keep Rage Plugin up to date. Ja, wollen wir das? Ja, eigentlich ja schon. So, dann kommt hier eigentlich nochmal, ja, dass ihr euch die neueste Version dann runterladen könnt. So, haben wir gemacht. Ist alles okay. Dann kommt hier dieses Fenster. Das sind die Settings. Da seht ihr dann die Konsole, wie ihr die Konsole öffnet. Da gibt es auch noch verschiedene Konsolen-Eingaben für. Kann ich euch auch nochmal in einem anderen Video zeigen oder vielleicht am Ende. Und hier solltet ihr vielleicht auf Load All Plugins on Startup. Dann müsst ihr nicht jedes Mal, wenn ihr Mods einfügt, dass ihr dann immer hier so ein Häkchen da einsetzt, damit ihr die Mods lädt. Geht einfach darum und dann lädt ihr immer alle Mods. Ansonsten könnt ihr das auch in-game machen, aber so ist das einfach die sicherste Art. Dann auf jeden Fall sicher gehen, dass hier unten das Grün steht und Retrail. Ich weiß nicht, wie es bei der Steam-Version ist, weil viele hatten noch Probleme mit der Steam-Version. Da bin ich mir jetzt doch arg unsicher, wie das da funktioniert. Da müsst ihr für euch vielleicht mal ein anderes Video angucken. Da kenne ich mich nicht so mit aus, wenn es nicht anders... Vielleicht geht es ja auch genauso, keine Ahnung. Falls da steht Not Supported, dann habt ihr noch eine ältere Rage-Plugin-Hook-Datei. Das heißt, ne, ihr müsst hier auf diese Seite und euch die neueste runterladen und dann war es das. Dann müsst ihr da hier grün stehen. So. Dann auf Advanced Settings, da müsst ihr eigentlich sehr wenig machen. Disable Custom Loading Screen, das ist eigentlich unnötig. Das hier ist, glaube ich, so die Standardeinstellung, deshalb würde ich das alles so lassen, außer hier die Plugins. Dann Save and Launch, damit startet ihr das Spiel. Dann kommt hier nochmal, okay, ja, ist alles okay. Wenn ihr nochmal was ändern wollt, dann klickt ihr auf dieses Zahnrad. Dann kommt ihr automatisch in die Settings und dann war es das. Hier funktioniert dann, wird geladen. So, dann meldet er sich an. Und dann seid ihr auch schon in-game. Wenn ihr dann in so einer Polizeistation seid, was ihr auf der Map seht, dann drückt ihr einfach E auf der Tastatur und ihr tritt dem bei. Das leckt jetzt hier alles ein bisschen was bei mir, weil ich gerade, ich denke mal, mit meinem Aufnahmeprogramm ist das alles was kompliziert. Da werde ich mich vielleicht noch demnächst noch kümmern. Da könnt ihr dann alles unten umstellen, was ihr an Panzerung oder vielleicht auch wollt ihr eine Frau spielen. Keine Ahnung, was ihr da auch wollt. Dann wählt ihr euer Wagen aus. Es gibt, glaube ich, 8 verschiedene Wagen mit einem Jet. Und dann spawnt ihr auch schon auf der Straße. So. Und da fängt dann quasi der Spaß an. Mit E könnt ihr die Sirene starten, mit F steigt ihr aus. Er kommt dann unten auch schon. There's a new version available. Die habe ich aber schon installiert. Keine Ahnung, warum die Meldung da kommt. Dann habt ihr F hier, wie gesagt, die Konsole. Dort, wenn irgendwann mal
das Plugin abstürzt, dann öffnet ihr einfach die Konsole und tippt Load Plugin, da kommt es auch schon, dann drückt ihr Tab, dann füllt ihr es auf und dann direkt LSPD, dann drückt ihr einfach Tab, müsst nichts drücken und Enter. Dann lädt ihr das alles neu. Falls ihr Glück habt, dann funktioniert das so. Wenn ihr gerade in einer Mission seid und das auf einmal abstürzt und ihr euch ärgert, weil die Mission vorbei ist, dann drückt einfach auf Force Duty. Dann lädt ihr alles komplett neu und ihr seid wieder direkt im Game. Also müsst nicht zurück zur Polizeistation und euch da anmelden quasi. Wenn ihr Hilfe braucht, dann drückt einfach auf Help. Und hier habt ihr direkt mal alle, bis jetzt alle Commands. Ihr müsst nicht immer LSPDFR sondern vorschreiben, sondern einfach nur dann Chase Me zum Beispiel. Ne? Da steht dahinter auch theoretisch, was das sein sollte. Oder dann halt Go to PD, ist dann halt die Police Station, wenn ihr das tippt. Dann hoffe ich mal, dass ihr das hinbekommt. Ja, hat ihn bekommen. Drückt einfach F4, um die Konsole zu entfernen. Ja klar, das lädt jetzt alles was nach, wenn mein Aufnahmeprogramm mir auch vielleicht ein bisschen was viel auf Leistung saugt. Ist eigentlich einfacher, wenn ich das Programm dann für das Spiel da ins... Ja, aber das ist egal. Ja, dann bekommt ihr Mission immer mal wieder. Die könnt ihr entweder mit Y überspringen, beziehungsweise annehmen oder ablehnen. Oder mit X könnt ihr euch neue aussuchen. Das sind jetzt so die Standarddinger. Hier gibt es gestohlenen Wagen. Da ist eine Flucht. Mit bewaffneter Überfall, denke ich mal. Irgendwie sowas. Das alles könnt ihr euch auswählen und dann die Mission beginnen. Ja, mit M habt ihr hier GPS. Mit N habt ihr ein Action-Menü, beziehungsweise ein Menü, wo ihr dann halt Kaffee trinken könnt und dann drückt ihr Enter und dann macht ihr die, wenn er einen Kaffee hat. Ansonsten drückt ihr Enter und sagt ihr Hey. Oder ihr geht mit dem, das ist alles hier mit den Pfeiltasten, funktioniert das hier nur. Oder ihr öffnet das Radio zum Beispiel und dann könnt ihr hier, falls ihr mal eine Person überprüfen wollt, dann klickt ihr einfach drauf und dann habt ihr unten immer den Namen stehen von der Person. Und dann könnt ihr den sofort suchen. Falls der was Verdächtiges getan hat, könnt ihr dann auch sofort festnehmen. Hier könnt ihr eure Verstärkung rufen. Code 3 ist eigentlich so alles. Wenn wir jetzt zum Beispiel die lokale Polizei rufen oder mal das SWAT-Team, dann hört ihr auch sofort Sirenen, könnt mit B wegdrücken. Und da müssten sie auch schon direkt ankommen. Also die sind relativ fix. Falls ihr mal eine Prügelei gekommen seid oder sonstiges, dass ihr da Verstärkung rufen könnt. Dann kommen sie auch direkt bewaffnet angelaufen und ballern womöglich noch auf den Feind. Das wäre perfekt. Außer auf eure Kollegen könnt ihr nicht schießen, wie im euren richtigen... das war knapp. Wie im richtigen Spiel. Ja, das finde ich ganz cool, weil sonst sind die aggressiv und ballern dich ab. Zumindest war es damals so. Mittlerweile wurde das gefixt, das war oder gepatcht, das fand ich ganz cool. Ja. Das war's jetzt eigentlich auch damit. Wie ihr Mods installiert, das komme ich jetzt direkt dazu. Bis gleich. Ja gut, ich habe mich doch dazu entschieden, die Mods-Installation in einem anderen Video zu machen, da das sonst viel zu viel wird. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei 15 Minuten oder was. Ich denke, das war jetzt so das, was euch schnell und einfach zu der Installation gebracht hat, ohne dass da irgendwie komplex und ihr blickt nicht durch, keine Ahnung was. Ich hoffe, ihr kamt gut mit. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen da oder lasst einen Kommi da, was euch gefallen hat, was nicht gefallen hat. Wenn ihr Probleme habt, wie gesagt, schreibt drunter. Ich versuche euch so gut wie möglich zu helfen. Ich finde zum Beispiel, dass diese Mod einfach geil ist. Das ist die beste Polizeimod, die ich hier gesehen habe. Und deshalb freue ich mich. Bis dann. Ciao.